Freunde, ich hab da was für euch. Auf dem MWC, dem Mobile World Congress in Barcelona, hat uns LG das erste, zumindest teilweise modulare Smartphone, das LG G5, vorgestellt. Das liegt natürlich direkt auf der rechten Seite vor uns. Was genau ist daran jetzt modular oder teilweise modular? Die Unterseite, die lässt sich ganz einfach herausnehmen. Dafür drücken wir einfach diesen Knopf hier unten und dann zack, wird es herausgezogen und dann kann man entweder den Akku wechseln oder aber andere alternative Module einsetzen. Eins dieser Module ist das LG Cam Plus. Die sogenannten Friends bestehen aus dem Cam Plus und dem Hi-Fi Plus. Ich habe schon ein kurzes Hands-on und ein relativ ausführliches Hands-on gemacht. Guckt euch das auf jeden Fall an, wenn ihr mehr dazu wissen möchtet. Heute haben wir das Cam Plus Modul aber hier. Deshalb wollen wir das Ganze natürlich auch mal auspacken und auch schon mal draufwerfen und schauen, ja, wie unser erster Eindruck, unsere erste Erfahrung damit ist. Die Verpackung ist ganz schick gehalten. Wir sehen hier dieses neue verspielte Image, dieses ein bisschen sehr moderne, ein bisschen schicke Image. Life's good when you play more, das sehen wir da hinten, das ist der neue Slogan und diese bunten, verspielten Farben, die tauchen auch überall in Verbindung mit dem LG G5 aus. Also, Cam Plus Modul mit Real Camera UX. So viel dazu. Wir sehen hier dieses verspielte Kätzchen. Auf der rechten Seite sehen wir dann nochmal den neuen Slogan plus, was haben wir hier überhaupt drin? Das Ganze findet sich dann auch auf dieser Seite nochmal, unten einige Kennzeichnungen, oben ist wirklich nicht spannend, hinten dann vielleicht wieder ein bisschen, denn da steht, was wir so alles bekommen. Einmal das LG Cam Plus Modul und eine sehr, sehr dicke Anleitung, das seht ihr dann gleich noch. Natürlich ist ein neuer oder so ein Akku fürs G5 ist nicht mehr drin, aber wir haben in dem Modul einen integrierten 1200 mAh starken Akku. Bedeutet, natürlich wird nochmal etwas an Akkuleistung draufgesetzt zu den 2800 mAh, die sowieso schon beim G5 Akku dabei sind. Camera Grip, Real Camera UX, das ist es, was wir hier finden. Aber ich denke, wir sollten das Ding mal aufmachen und reinschauen. So, einmal kurz geschnitten und zack. Raus damit. Okay, hier kommt uns direkt schon was entgegengeflogen. Der User Guide LG Cam Plus mit den ersten wichtigen Informationen. Dann Notice on Warranty Period Update. Ein bisschen was zur Garantie. Und das ist wahrscheinlich das dicke Handbuch, das ich meinte. Ja, ganz genau. Schaut euch das mal an. Da kann man noch eine ganze Menge lernen, wenn man sich das alles anschaut. Viele, viele verschiedene Sprachen. Da war auch gerade schon Deutsch, da ist Deutsch. Okay, kann man sich natürlich mal anschauen oder ihr schaut einfach mein Video. Und dann haben wir natürlich noch das Modul. So, einmal rausgepackt, Platz gemacht, dass der Fokus komplett auf dem Produkt liegt. Ja, das ist also das LG Cam Plus Modul. Hier unten wieder dieses Kätzchen, also das ist das Symbol für die LG Friends, für die Erweiterung, für die Module. Wir haben hier ja dieses, ja, das aussehen soll wie diese Ledergriffe an den Kameras. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, ob das Leder ist. Ich würde es jetzt mal bezweifeln. So, ansonsten sehen wir, dass hier natürlich alles dran ist. Also der USB Type-C-Anschluss natürlich weiterhin zum Laden, Lautsprecherausgang, Mikrofon und dann die verschiedenen Tasten. Hiermit kommen wir, glaube ich, wieder raus. Das gucken wir gleich. Das Scroll-Wheel zum Rein- und Rauszoomen und dann noch der Shutter-Button für Foto und Video. Und das dürfte eine kleine LED sein. Ich nehme mal an, die leuchtet, wenn wir ein Video aufnehmen. Das schauen wir aber natürlich gleich nochmal. Ansonsten schaut es drinnen so aus. Und was wir jetzt machen, das ist natürlich den Akku nehmen aus dem normalen, aus der normalen Unterseite, aus dem Modul des G5. Einfach mal so zur Seite knacksen. So. Dann an den richtigen Punkten ansetzen. Ich würde das immer so ein bisschen schief machen. Reinklacksen und zack. Das war schon. Jetzt können wir das gute Stück auch schon reinführen. Hören es knacksen und schauen zunächst mal, wie das sitzt. Also, ich muss sagen, ja, scharf ist es. Hier passt alles ganz gut, da gibt es keine großen Spaltmaße. Und auch auf der anderen Seite sieht bei mir zumindest alles gut aus. Da gibt es nichts zu meckern. Hier vorne, boah, da, na, so zu den Seiten gehend ist es vielleicht ein halber Millimeter, aber ehrlich gesagt ist es nichts, was mich jetzt großartig stören würde. Gut,
Ja, das Ding wird natürlich deutlich bedeutend dicker hier unten. Das fühlt man es, wenn man es in die Hand nimmt. Aber so soll man das ja auch nicht halten. Das ist dafür da. Man nimmt es in eine Hand und kann damit quasi alles machen, ohne die zweite Hand zu brauchen. Und ein großer Vorteil ist natürlich, dass wir nicht auf dem Display rumtippen müssen, sondern das komplette Display als Sucher nutzen. Wir schalten das Smartphone jetzt mal ein. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr die Module tauscht, also wenn ihr ein anderes Modul draufsetzt, dann fahrt das Gerät vorher runter, denn wenn ihr diesen Slot, dieses Modul hier unten, den Magic Slot rauszieht, dann zieht ihr natürlich auch den Akku raus und dann geht das Phone sowieso aus. Also macht es lieber vorher manuell aus, da seid ihr dann immer auf der richtigen Seite. Gut, das tolle Stück fährt jetzt hoch. Der erste Eindruck ist gut. Die Knöpfe, die lassen sich gut drücken. Das Scrollwheel, das ist flüssig, da gibt es also nichts zu meckern. Gut, das gute Stück ist hochgefahren. Was wir jetzt machen wollen, ist natürlich in die Kamera. Ich glaube, das geht sogar hierüber? Ja, genau. Gut, also Cam Plus, das Modul ist dran. Sie können mit der Cam Plus-Taste Fotos und Videos aufnehmen. Wenn Sie eine Cam Plus-Taste betätigen, wird Ihr Telefon einige Zeit durch den Cam Plus-Akku aufgeladen. Okay, haben wir verstanden. Also, das ist der Ein-Aus-Button, das wussten wir ja eh schon. Und dann gibt es da noch die Auslöser für Foto und Video nicht erneut anzeigen. Bedeutet, das Smartphone erkennt automatisch, wenn ihr wenn ihr die Kamera öffnet, zumindest hierüber, dass das Cam Plus Modul angeschlossen ist. Ich nehme das jetzt mal in die Hand. So kann man das auf jeden Fall problemlos greifen. Ich würde das dann aber wahrscheinlich doch trotzdem so halten, einfach weil es dadurch sicherer in der Hand liegt. Gut, dann schauen wir doch mal, was haben wir denn hier Schönes, was wir fotografieren könnten? Einfach das. Wir scrollen jetzt mal ein bisschen rein und raus. Okay, das ist natürlich nicht ganz ruckelfrei. Das hätte ich mir vielleicht gewünscht und ah, okay, er springt automatisch zwischen den zwei Kameras umher, zwischen dem Weitwinkel. Oh ja, jetzt seht ihr, wie es hier aufgeräumt ist. Und dem normalen Format, sag ich jetzt mal. Also die 135 Grad, die bekommen wir auch über das Scrollwheel und sonst rein und rauszoomen. Okay. Ihr seht schon, das Ganze über über dieses Modul zu machen, ist natürlich super, weil dann eben, wie eben schon erwähnt, das Display komplett als Sucher genutzt wird und ihr nicht noch kurz hier rumspielen müsst. Jetzt wollen wir noch ein Foto auslösen. Kurz drücken und er fokussiert, aber ich kann natürlich auch direkt durchdrücken. Funktioniert schnell und zuverlässig. Natürlich kann ich gleichzeitig aber auch mich abwechseln quasi und auch im Display tippen, wenn ich das denn möchte. Daneben die Taste, die sollte sein für die Video. Yes. Und die Videofunktion wird gestartet. Können wir auch hier rein und rauszoomen? Ja, auch das können wir. Können wir gleichzeitig Fotos auslösen? Schauen wir mal. So. Okay, das müssen wir gleich mal überprüfen. Nö, dürfte nicht sein, denn das kann man so auch nicht. Ansonsten schauen wir noch mal kurz auf. Ja, ich kann euch noch nicht sagen, was die LED macht. Dazu gibt es dann aber natürlich das Review. Da wissen wir das dann. Raus müssten wir über diesen Schlöppen hier auch wieder gehen. Yes, also darüber kommen wir rein und raus. Darüber zoomen wir rein und raus. Hiermit lösen wir ein Foto aus und fokussieren und damit machen wir ein Video. Gut, das jetzt zum ersten Eindruck zum Unboxing des LG Cam Plus Moduls. Ich hoffe, ihr habt alle wichtigen Informationen bekommen. Falls ihr noch Fragen habt, falls ihr irgendwas sehen möchtet, ab damit in die Kommentare und dann schauen wir uns das gute Stück mal ganz genau an in den nächsten Tagen. Das war's von mir und diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. Are you listening? Damn.